Diese Meinung ist natürlich, wie wir gleich sehen werden, aufs Engste mit einer Grundüberzeugung über das Lernen gekoppelt. Jedenfalls hat sie zur Folge gehabt, dass die Fachausbildung der Lehrer, vor allem für die sogenannten höheren Schulen, seit Jahrzehnten aufs Schwerste vernachlässigt worden ist. Da die Lehrer ihr Fach nicht zu kennen brauchen, ist es nicht selten, dass sie der Klasse immer nur um eine Stunde an Wissen überlegen sind. Dies wiederum führt nicht nur dazu, das alles gilt nur für Highschools, nicht für College. Dies wiederum führt nicht nur dazu, dass die Schüler für das Lernen im Grunde auf sich selbst angewiesen sind, sondern dass die beste und legitimste Quelle der Autorität des Lehrers als der Person, die eben, wie man es dreht und wendet, doch mehr weiß und mehr kann als man selbst, sich nicht mehr geltend machen kann. Gerade den nicht autoritär gesinnten Lehrer also, der auf alle Zwangsmittel verzichten möchte, weil er sich auf seine persönliche Autorität verlassen kann, hat man unmöglich gemacht. Aber diese unheilvolle Rolle, welche die Pädagogik und die Lehrerseminare in der gegenwärtigen Krise spielen, war nur möglich aufgrund einer modernen Theorie über das Lernen. Diese war ganz einfach die konsequente Anwendung der in unserem Zusammenhang dritten Grundüberzeugung, welche die Neuzeit seit Jahrhunderten gehegt und die im Pragmatismus ihren systematischen begrifflichen Ausdruck gefunden hat. Die Grundüberzeugung, wie Sie alle wissen, lautet, dass man nur wissen und erkennen kann, was man selbst gemacht hat. Und ihre Anwendung auf die Erziehung ist ebenso primitiv wie einleuchtend. Sie besteht darin, das Lernen so weit wie möglich durch das Tun zu ersetzen. Der Grund also, warum man keinen Wert darauf legte, dass der Lehrer sein Fach beherrschte, war, dass man ihn zwingen wollte, die Tätigkeit des Lernens dauernd neu zu produzieren, damit er nicht, wie man meinte, totes Wissen weitergebe, sondern ständig zeige, wie es gemacht wird. Man wollte bewusst kein Wissen lehren, sei eine Geschicklichkeit einüben, als sei die Schule eine Lehre, in der man ein Handwerk lernt. Dabei legte man ferner besonderes Gewicht darauf, den Unterschied zwischen Spiel und Arbeiten so weit wie möglich zugunsten des Spielens zu verwischen. Man sah das Spielen als die lebendigste und dem Kinde angemessenste Form, sich in der Welt zu bewegen, als die einzige Art und Weise, die sich eigenständig aus der Kinderexistenz selbst entwickelte. Nur was spielend erlernbar ist, wird dieser Lebendigkeit gerecht. Die den Kindern eigentümliche Aktivität, so meinte man, liegt im Spielen. Und das Lernen im alten Sinne zwang das Kind, sich passiv zu verhalten, seine eigene spielerische Initiative aufzugeben. Der enge Zusammenhang zwischen diesen beiden Dingen, das Lernen durch Tun und das Arbeiten durch Spielen zu ersetzen, erhält unmittelbar am Beispiel des Sprachunterrichts. Das Kind soll die Sprache durch Sprechen, durch Tun also, und nicht durch Lernen von Grammatik und Syntax lernen. Das Kind sich passiv zu verhalten, seine eigene spielerische Initiative aufzugeben. Der enge Zusammenhang zwischen diesen beiden Dingen, das Lernen durch Tun und das Arbeiten durch Spielen zu ersetzen, erhält unmittelbar am Beispiel des Sprachunterrichts. Das Kind soll die Sprache durch Sprechen, durch Tun also, und nicht durch Lernen von Grammatik und Syntax lernen. Es soll mit anderen Worten die fremde Sprache nicht anders lernen, als wie es als Baby die eigene gelernt hat, gleichsam spielend und in der ununterbrochenen Kontinuität des einfach Lebendigseins. Nun ganz gleich, ob dies möglich ist oder nicht, es ist beschränkt möglich dort, wo man das Kind ganztägig in eine fremdsprachige Umgebung bringt. So ist ja offenbar, dass man bewusst versucht, das ältere Kind auf dem Niveau des Kleinkindes nach Möglichkeit festzuhalten. Dasjenige gerade, was das Kind auf die Erwachsenenwelt vorbereiten soll, da die graduelle Gewöhnung an Arbeit und Nichtspielen wird ausgeschaltet zugunsten eben jener Eigenständigkeit der kindlichen Welt.
Wie immer ist mit dem Zusammenhang zwischen Tun und Erkennen und der Berechtigung der pragmatistischen Formel bestellt sein mag, ihre Anwendung auf die Erziehung, das heißt auf das Lernen des Kindes, führt zu der gleichen Verabsolutierung einer Kinderwelt, wie wir sie in der ersten unserer Grundüberzeugungen bereits antrafen. Auch hier verschließt man dem Kinde unter der Vorgabe, es in seiner Eigenständigkeit zu respektieren, die Welt der Erwachsenen und hält es künstlich in seiner eigenen Welt, sofern man hier von einer Welt überhaupt sprechen kann. Künstlich ist dieses Festhalten einmal, weil man damit die natürlichen Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern, die unter anderem in Lehren und Lernen bestehen, unterbricht. Und andererseits, weil man damit gleichsam leugnet, dass das Kind ein werdender Mensch, dass die Kindheit ein vorübergehendes Stadium ist, in dem sich das Erwachsensein vorbereitet. Die heutige Krise in Amerika besteht darin, dass man die Verderblichkeit dieser Grundüberzeugung zu einem großen Teil erkannt hat, sie zumindest in den Mittelpunkt, neu in den Mittelpunkt der Diskussion gestellt hat und nun versucht, das gesamte Erziehungssystem zu reformieren bzw. ganz und gar umzustellen. Dabei will man im Wesentlichen, das heißt, sofern man nicht nur plant, die naturwissenschaftlichen und technologischen Ausbildungsmöglichkeiten ungeheuer zu erweitern, nichts als restaurieren. Man will wieder im Sinne von Autorität erziehen, man will durchsetzen, dass die Spielerei auf den Schulen aufhört und wieder gearbeitet wird. Man spricht sogar davon, die bisherigen Lehrerseminare umzustellen, so dass die Lehrer selbst etwas lernen müssen, bevor sie auf die Kinder losgelassen werden. Diese Reformbestrebungen, die sich noch im Stadium der Diskussion befinden, sind eine inneramerikanische Angelegenheit, um die wir uns hier nicht zu kümmern brauchen. Was uns in unserem Zusammenhang interessiert, ist die doppelte Frage. Erstens, welche Aspekte der modernen Welt und ihrer Krise haben sich in der Erziehungskrise eigentlich gezeigt? Beziehungsweise, welches sind die Gründe, dass man durch Jahrzehnte hindurch Dinge hat sagen und betreiben können, die in so eklatantem Widerspruch zu allem stehen, was wir gleichsam von Natur ohne weitere Überlegung wissen? Und zweitens, was können wir aus dieser Krise für das Wesen der Erziehung lernen? Und zwar nicht in dem Sinne, dass man immer aus Fehlern lernen kann, wie man es nicht machen darf, sondern im Sinne einer Besinnung auf die Rolle, welche Erziehung in jeder Zivilisation spielt. Das heißt, auf die Funktion, die der Existenz von Kindern für jedes menschliche Zusammensein zukommt. Wir wollen mit der zweiten Frage beginnen. Eine Krise in der Erziehung müsste in jedem Fall zu ernsten Besorgnissen Anlass geben, auch wenn sie nicht, wie in diesem Fall, eine allgemeinere Krise und Brüchigkeit der modernen Gesellschaft reflektieren würde. Denn das Erziehen gehört zu den elementarsten und notwendigsten Tätigkeiten der Menschengesellschaft, die niemals bleibt, was sie ist, sondern sich durchgeburgt. Durch das Hinzukommen neuer Menschen ständig erneuert. Und zwar so, dass die Hinzukommenden nicht fertig sind, sondern im Werden. So zeigt das Kind, mit dem es die Erziehung zu tun hat, dem Erzieher ein doppeltes Gesicht. Es ist neu in einer ihm fremden Welt, Neos, wie die Griechen sagten. Und es ist im Werden. Es ist ein neuer Mensch und es ist ein werdender Mensch. Dieser Doppelaspekt ist keineswegs selbstverständlich und trifft nicht auf die tierischen Formen des Lebens zu. Ihm entspricht ein doppelter Bezug. Der Bezug auf die Welt einerseits und auf das Leben andererseits. Das im Werdensein teilt das Kind mit allem Lebendigen. Es betrifft das Leben und seine Entwicklung. Das Kind ist ein werdender Mensch, nicht anders als eine kleine Katze eine werdende Katze ist. Aber neu ist das Kind nur in Bezug auf eine Welt, die vor ihm da war, die nach seinem Tode weiter bestehen wird und in der es sein Leben verbringen soll. Wäre das Kind nicht auch ein Neuankömmling in dieser Menschenwelt, sondern nur ein noch nicht fertiges, lebendiges,
So würde Erziehung nur eine Funktion des Lebens sein und in nichts anderem zu bestehen haben, als jener Sorge um Erhaltung des Lebens und Einübung im Lebendigsein, die alle Tiere ihren Jungen gegenüber übernehmen. Menschliche Eltern aber haben ihre Kinder nicht nur durch Zeugung und Geburt ins Leben gerufen, sie haben sie gleichzeitig auch in eine Welt hineingeboren. In der Erziehung übernehmen sie die Verantwortung für beides, für Leben und Werden des Kindes wie für den Fortbestand der Welt. Diese beiden Verantwortungen fallen nicht zusammen. Sie können sogar in einen gewissen Widerspruch miteinander geraten. Die Verantwortung für das Werden des Kindes ist in einem gewissen Sinne eine Verantwortung gegen die Welt. Das Kind bedarf einer besonderen Hütung und Pflege, damit ihm nichts von der Welt her geschieht, was es zerstören könnte. Aber auch die Welt bedarf eines Schutzes, damit sie von dem Ansturm des Neuen, das auf sie mit jeder neuen Generation einstürmt, nicht überrannt und zerstört werde. Weil das Kind gegen die Welt geschützt werden muss, ist sein ihm angestammter Platz die Familie, die im Schutz ihrer vier Wände sich aus der Öffentlichkeit jeden Tag wieder in ihr Privatleben zurückzieht. Diese vier Wände, in denen sich das Familien- und Privatleben des Menschen abspielt, bilden einen Schutz gegen die Welt, und zwar gerade gegen die Öffentlichkeit der Welt. Sie umgrenzen einen Raum des Verborgenen, ohne den kein Lebendiges gedeihen kann. Dies gilt nicht nur für Kindliches, sondern überhaupt für menschliches Leben. Wo immer es der Welt ohne den Schutz des Privaten und Geborgenen ständig ausgesetzt ist, geht es gerade in seiner Lebendigkeit zugrunde. In der Öffentlichkeit der Welt, die allen gemeinsam ist, zählt zwar die Person, und es zählt das Werk, das heißt das Werk unserer Hände, das jeder von uns der gemeinsamen Welt hinzufügt. Aber auf das Leben, qua Leben, kommt es in ihr nicht an und kann in ihr keine Rücksicht genommen werden. Das Leben muss vor ihr verborgen und gegen sie geborgen werden. Alles Lebendige, nicht nur das Vegetative, kommt aus einem Dunkel. Und wie sehr es in seiner Natur liegen mag, in ein Helleres zu streben, so braucht es doch die Geborgenheit eines Dunkleren, um überhaupt wachsen zu können. Dies mag auch der Grund sein, warum die Kinder berühmter Eltern so oft missraten. Der Ruhm dringt in den Privatraum der vier Wände. Er schleppt, vor allem in modernen Verhältnissen, die Helle der Öffentlichkeit und die Erbarmungslosigkeit, mit der sie alles ans Licht zieht, in das Privatleben der Betroffenen, sodass die Kinder nicht mehr den Raum der Geborgenheit haben, in dem sie gedeihen können. Aber genau die gleiche Zerstörung des eigentlichen Lebensraums tritt überall dort ein, wo man versucht, aus den Kindern selbst eine Art Welt zu bilden. Zwischen diesen Kindern nämlich bildet sich auch eine Art Öffentlichkeit. Und ganz abgesehen davon, dass dies eine Scheinöffentlichkeit ist und das ganze Unternehmen eigentlich ein Betrug, liegt das Schädliche darin, dass Kinder, also Menschen, die im Werden sind und noch nicht sind, gezwungen werden, sich dem Licht einer Öffentlichkeit und sei es auch nur dem Licht einer Kinderöffentlichkeit zu exponieren.